Die meisten Frauen, die hierher kommen, sind irakische Jesidinnen. Viele von ihnen missbrauchte der sogenannte Islamische Staat als Sexsklavinnen. Diese Frau nennt sich Saina. Ihren richtigen Namen möchte sie für sich behalten. Sie konnte dem IS entkommen, nach mehr als einem Jahr Gefangenschaft. Während dieser Zeit wurde ihr Körper an 5 verschiedene Männer verkauft. Ich wollte unbedingt da raus. 3-mal versuchte ich, mich umzubringen, damit sie mich nicht mehr anfassen. Das Frauenhilfszentrum in Dohuk im irakischen Kurdistan, rund 70 Kilometer nördlich von Mosul. Nach eigenen Angaben haben die Ärzte hier dieses Jahr mehr als 800 Frauen aufgenommen, ihnen medizinische und psychologische Hilfe angeboten. Die Frauen hier sind psychisch kaputt. Eine Frau ist trauriger als die andere. Es gibt 9-jährige Mädchen, die missbraucht wurden. Sie haben die brutalsten und erniedrigendsten Behandlungen erlebt. Saina sagt, sie leide unter Depressionen. Hierher zu kommen, habe ihr geholfen, das Erlebte zu verarbeiten. Ich besuche die Sprechstunde wegen meiner Wut. Ich bin von allem überfordert, sogar von meiner kleinen Tochter. Die Ärzte helfen, damit die Überlebenden des Terrors zu so etwas wie Normalität zurückfinden. Je stärker der IS bekämpft wird, desto mehr Frauen wie Saina werden Unterstützung benötigen.